Herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, Ihnen diese Geschichte zu erzählen. Die eine Möglichkeit würde Ihnen was über strahlungsgetriebene Winde, Massenverluste und dergleichen erzählen. Und die andere wäre die Theatervariante. Die Tragödie der Sterne. Was spielt sich da ab? Die Tyrannei der Gravitation? Der Widerstand der Materie dagegen? Nachrichten vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit. Was passiert da eigentlich, wenn ein Stern in sich zusammenfällt, wenn Fusionsprozesse, kernphysikalische Prozesse, also sozusagen das Letzte aus sich selbst herausholen und so weiter und so weiter. Ich meine, Sie können sich jetzt nicht entscheiden. Ich habe mich für die natürlich, klar, wissenschaftliche Variante entschieden. Das heißt, es geht heute um die Entwicklung eines sehr massereichen Typs von Sternen. Es geht um die sogenannten Wolf-Rayet-Sterne. Wolf-Rayet-Sterne sind in den letzten Jahren zu großer Berühmtheit gelangt, weil sie unter anderem als Vorläufer für schwarze Löcher gelten. Wolf-Rayet waren zwei französische Astronomen, die im 19. Jahrhundert festgestellt haben, da gibt es Sterne mit einem ganz merkwürdigen Spektrum. Und ein Wolf-Rayet-Stern sieht so aus. Also ein richtiger Knaller. Gucken Sie sich das an. Gucken Sie sich das lange und ruhig an. Dieser Stern ist gerade dabei, auseinanderzufliegen. Die Hüllen bewegen sich mit Geschwindigkeiten von bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde von dem Stern weg. Und das ist keine Explosion. Nee, 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 nee. Der Stern treibt das. Der treibt die Hüllen weg. Was die beiden französischen Astronomen damals feststellten, waren zunächst einmal Sterne mit ungeheuer breiten Emissionslinien. Also eine Emissionslinie. Gehen wir mal ganz kurz ins Labor, gedanklich. Gucken wir uns mal an, wir haben ein Atom von einer bestimmten Sorte vor uns. Dieses Atom gibt Strahlung ab. Ja? Also es emittiert Strahlung. Und die Übergänge, also die Strahlung besteht aus Linien. Und die Übergänge, die bestehen nun darin, dass Elektronen von einem Energieniveau zu einem anderen herunterspringen. Und dabei wird eine wohl definierte Menge an Energie abgegeben. Und deswegen ist normalerweise eine Emissionslinie ein Strich. Theoretisch. Ja? Aber wie heißt es so schön? Das funktioniert in der Praxis, funktioniert es auch in der Theorie. Ja? Also wir haben eine Emissionslinie, die aber nur theoretisch so schmal ist. In der Praxis ist sie natürlich breiter, weil zum Beispiel die Atome sich hin und her bewegen und so weiter und so weiter. Also die Breite einer Emissionslinie gibt an, wie heiß ist das Gas? Wenn es thermische Verbreiterung ist. Wenn aber die Emissionslinie sogar auch noch aus verschiedenen Komponenten des gleichen Gases besteht und diese verschiedenen Komponenten sich mit verschiedenen Geschwindigkeiten bewegen, dann wird aus dieser ehemals ganz schmalen Emissionslinie eine ziemlich breite Emissionslinie. Und so kann man aus der Breite einer Emissionslinie eines chemischen Elements ablesen, mit welcher Geschwindigkeit sich das Material bewegt. Und aus dieser Breite dieser Emissionslinien las man also ab, da gibt es Sterne, da bewegen sich die Hüllen mit bis zu 2000 Kilometer pro Sekunde. Ja, Menschenskinder, was sind denn das für Viecher? Ja? Die Leuchtkräfte dieser Sterne. Wahnsinnig. 10.000 bis 100.000 Sonnenleuchtkräfte von einem Stern, einen Stern. Ja? Die Temperaturen, die ebenfalls aus dem Spektrum ablesbar waren, deuten auf außerordentlich hohe Temperaturen hin. Der Ionisationsgrad, also die Anzahl der Elektronen, die von den Atomen weggerissen war. Denn man kann natürlich auch an der Strahlung genau sehen, welche Atomarten in welchem Ionisationsgrad strahlen. Also Ionisationsgrad heißt ja, dann fehlt ein Elektron oder zwei oder drei oder vier und so weiter. Und so stellte man fest, der Ionisationsgrad bei diesen Sternen ist sehr hoch, was wiederum auf eine hohe Temperatur hindeutet. Alles das hatte man also vor sich, das Phänomen, hohe Geschwindigkeiten, hohe Temperatur, hoher Ionisationsgrad, was dasselbe ist wie die hohe Temperatur, wahnsinnige Leuchtkräfte. Woher? Was ist das? Und dann kommt noch was anderes dazu. Ich weiß nicht, ob Sie sich noch daran erinnern, wahrscheinlich haben Sie es verdrängt. Nicht vergessen, aber verdrängt. Das häufigste Element im Universum ist Wasserstoff. Also jeder Stern, irgendwo da draußen, besteht im Prinzip fast nur aus Wasserstoff. Gut, es gibt da noch ein bisschen Helium und gibt da noch einen anderen Kram, also die Elemente, aus denen wir so bestehen. Aber das sind nur Dreckeffekte. Also Helium hat 25%, aber der Rest, die schweren Elemente jenseits von Helium, das ist ja nur winzig. Gibt ja kaum was davon im Universum. Aber Wasserstoff. Das heißt, man erwartet von einem Stern Wasserstofflinien. Ist doch klar. Nur bei Wolf-Rayet-Sternen findet man die nicht. Wie kommt das? Diese Sterne müssen, damit die dieses Spektrum zeigen, mit den wahnsinnig breiten Linien,
den hohen Geschwindigkeiten und so weiter, die müssen bis zu 40% ihrer Masse verloren haben. Und ihre gesamten Wasserstoffhüllen, also das, was außen, ich sag schon mal jetzt so, außen drumherum war, also was die äußere Hülle des Sterns ausmachte, das müssen diese Sterne im Laufe ihres Lebens verloren haben. Und genau so ist es auch. Die neuesten Modelle, und jetzt sind wir bei der ganz soliden Astronomie, weg vom Theater, ne, von dem, der Tyrannei der Gravitation und so weiter, die neuesten Modelle sagen Folgendes, Wolf-Rayet-Sterne sind sehr schwere, große Sterne, also sagen wir mal so 25 Sonnenmassen, das sind sogenannte O-Sterne, manche davon können auch ein bisschen leichter sein, das sind B-Sterne, also O und B, nicht Alpha und Omega, sondern O und B-Sterne. Diese Sterne sind massereich, das heißt die Fusionsprozesse in ihrem Innern vollziehen sich mit sehr, sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Weil der Druck auf die Fusionsmaschine im Innern, wo zunächst Wasserstoff zu Helium, dann Helium zu Stickstoff, Kohlenstoff und Sauerstoff verbraten wird, dann beginnt diese Kohlenstoffverbrennung hin zum Neon, dann zum Silizium bis hin zum Eisen, soweit sind wir aber noch nicht, der Stern soll ja noch nicht vergehen. Ja. Diese Art von kernprozessualer Umwandlung von Materie, die vollzieht sich immer schneller und schneller und schneller und schneller. Am Anfang ist alles in Ordnung, Wasserstoff bruttelt da ein bisschen zu Helium zusammen, dann ist der Stern praktisch nur im Innern am Kochen. Und jedes Mal, wenn eine neue Brennstufe im Innern zündet, dann bildet sich um diesen inneren Kern eine, praktisch wie in einer Zwiebel, ja, eine Kugel, in der die ehemalige Brennstufe, nämlich die, die gerade im Kern abgeschaltet worden ist, praktisch in der Hülle angeschaltet wurde. Und so bildet sich Hülle für Hülle für Hülle. Innen drin wird zu guter Letzt Silizium zu Eisen verbrannt. Ja, drumherum wird Neon erzeugt, darüber wird Sauerstoff und Kohlenstoff erzeugt und ganz am äußeren Rand gibt es dann noch diese Sauerstoffhülle. Und genau die fehlt bei den Wolf-Rayet-Sternen. Denn diese Sterne, die stehen kurz vorm Kollaps. Kurz vor diesem, jetzt werde ich mal theatralisch, furiosen Akt der Selbstvernichtung. Also Sie sehen schon, ich stehe hier ganz theatralisch, also heldenmäßig, muss ein bisschen aufpassen mit meinem Rücken. Aber so weit sind wir noch nicht. Was nämlich diese Sterne tatsächlich tun mit ihrer ungeheuren Leuchtkraft ist, die Strahlung, die sie abgeben, drückt einen strahlungsgetriebenen Wind nach außen. Die äußeren Hüllen werden durch die Strahlung, die der Stern erzeugt, weggedrückt. Die Anzahl der Photonen ist so hoch, dass dieser Strahlungsdruck ausreicht, die Hüllen davonzutreiben. Das geschieht in einer ganz besonders komplizierten Art und Weise, die ich hier gar nicht so ausführen kann. Aber es hat ein bisschen was damit zu tun, wenn das Gas sich bewegt, mit ein paar tausend Kilometer pro Sekunde zum Beispiel, dann können nur Photonen einer bestimmten Art absorbiert werden. Ja, die werden also praktisch von hinten absorbiert, werden nach vorne aber in einen großen Raumwinkel weggestreut. Das heißt, der Nettoimpuls von hinten ist größer als der Impuls, den das Gas verliert. Auf diese Art und Weise schiebt die Strahlung praktisch diese Hülle weg. Und auf diese Art und Weise entstehen Masseverluste von einer Zehntausendstel bis einer Hunderttausendstel Sonnenmasse pro Jahr. Da werden Sie sagen, das ist nicht viel. Aber über die Jahrmillionen gerechnet, solange wie so ein Stern lebt, hat der 40% seiner Masse verloren. Die ist weg. Die ist einfach futsch. Und genau das hat man in diesem Bild gesehen. Ja? Diese großen Mengen an Gas, die von dem Stern entweichen und dabei systematisch ihre Umgebung natürlich mit den schweren Elementen anreichern, die der Stern in seinen äußeren Hüllen so drin hat. So viel zunächst einmal zur reinen Dynamik von Wolf-Rayet-Sternen. Aber warum sind die so interessant? Wieso sind die in letzter Zeit in die Diskussion gekommen? Naja, es geht um die Entstehung von schwarzen Löchern. Wie entstehen schwarze Löcher aus Sternen? Jetzt muss ich noch mal im Klaren werden darüber, was passiert eigentlich im Kern eines solchen Sterns wirklich. Ja, wenn also da am Ende tatsächlich das Silizium zum Eisen verbrannt ist, die letzte sich selbst erhaltende Kernfusionsstufe, denn nur bis dahin wird ja noch Energie frei bei der Fusion. Alle schweren Elemente als Eisen, die können ja nur in der Explosionsphase erbrütet werden, wenn die Temperaturen in den Hüllen so hoch ist, dass also die Sterne die Kerne zusammengebacken werden förmlich. Da entstehen alle schweren Elemente als Eisen. Also das Gold und so weiter, das ist während einer Explosion entstanden und nicht im Innern eines Kerns durch langsame Fusion. Wenn dieser letzte Fusionsprozess also abgeschlossen ist, bei einem Stern wie einem Wolf-Rayet-Stern, der so groß ist und so schwer, dann kann natürlich nur dort, bei solcher Sternart, ein Kern im Innern entstehen, der schwerer ist als die letzte kritische Grenze, Massengrenze, die die Materie noch gegen die Tyrannei der Gravitation aufbauen kann. Und diese letzte Grenze, das ist die Grenze
sind so drei Sonnenmassen. Wir sehen schon so. Ne? Es können auch kann ein bisschen weniger sein, 2,8 vielleicht, vielleicht auch 2,9, vielleicht auch 3,1. Das ist ungefähr die Größe, die eine solche Kugel oder die Masse, die eine solche Kugel haben darf. Wenn sie größer wird, wenn also mehr Masse drin ist als drei Sonnenmassen, dann ist es vorbei. Dann entsteht im Kern eines solchen Sterns ein schwarzes Loch. Und genau das vermutet man tatsächlich bei Wolf-Rayet-Sternen. Also nochmal, es gibt eine letzte Grenze für die Materie, wo sie sich zum allerletzten Mal gegen die Tyrannei der Gravitation werfen kann. Das sind quantenmechanische Gründe, die dazu führen, dass Materie nicht mehr unterhalb einer gewissen Dichtigkeit zusammengepresst werden kann. Letztlich läuft es für die Spezialistinnen und Spezialisten am Bildschirm unter dem Namen Pauli-Prinzip. Da gibt es gewisse Gründe für die Materie, sich so zu verhalten und nicht anders, weil eben quantenmechanische Teilchen, ja, sich eben nicht im gleichen quantenmechanischen Zustand befinden dürfen, sondern einer muss immer sich in mindestens einer Zustandsvariablen von der anderen unterscheiden. Man spricht vom paulischen Doppelbett. Ja, es können eben immer nur zwei Leute in diesem Zimmer sein und mehr nicht. Also es können höchstens, ja, also wie es so schön heißt, spin up and spin down, das geht. Und das führt dazu, dass wenn Materie also in ihrem eigenen Gewicht zusammenbricht, dass sie dann gerade noch just auf eine 10 Kilometer große Kugel in einem Stern zusammengepresst werden kann. Von drei Sonnenmassen. Ja. Wenn das überschritten wird, dann hat die Materie keine Chance mehr, sich gegen die Gravitation zu wehren und die ganze Sache ist gelaufen. Und dann entsteht im Innern eines solchen Sterns entsteht ein stellares schwarzes Loch von drei Sonnenmassen. Und 3 mal 3 sind 9 Kilometer, ist also ein schwarzes Loch von einer Ausdehnung von knapp 10 Kilometer. Tja, das ist der wissenschaftlich interessante Teil. Wie soll ich sagen, der naturphilosophisch interessante Teil ist der andere. Nämlich der ganze Teil des Sterns, der weggedrückt worden ist. Ja? Denn dieser Wolf-Rayet-Stern hat ja lange bevor er als Supernova explodierte, das, was ich Ihnen da gerade eben beschrieben habe, die Entstehung des schwarzen Loches, ist sozusagen das Ende dieses furiosen Akts der Explosion. Aber lange bevor der da explodierte, dieser Wolf-Rayet-Stern, hat er ja Jahr für Jahr einen erheblichen Teil seiner Hüllen ans interstellare Medium zurückgegeben. Und aus so einem Zeug, da bestehen alle, die hier im Studio sind, ich und Sie auch. Sogar die Kamera, mit der jetzt hier diese Sendung aufgenommen wird. Ja. Alle schweren Elemente, die auf diesem Planeten sind, stammen von diesem riesengroßen Materiekreislauf. Und die Wolf-Rayet-Sterne sind sozusagen mit die effizientesten Lieferanten. Wobei man auf der anderen Seite sagen muss, das gesamte Sternspektrum unserer Milchstraße, das sind die Wolf-Rayet-Sterne, also sozusagen die ganz dicken, also die Big Bosses, die ganz schweren Sterne. Und von denen gibt es Gott sei Dank nicht so viele. Ja? Also die Explosion von solchen Supernovae, wie sie bei Wolf-Rayet-Sternen stattfinden, die gibt es Gott sei Dank nicht allzu häufig in unserer Milchstraße, schon gar nicht in unserer Nähe. Ne? Also die Erde hat sowas in ihrer Nähe nie erlebt, das Sonnensystem hat sowas in ihrer Nähe nie erlebt. Und am Ende bleibt von einem Wolf-Rayet-Stern eben dann tatsächlich möglicherweise nur so eine kleine Kugel übrig, denn der Rest ist weg. Das Gas ist davon, ja? Und die Karriere des Wolf-Rayet-Sterns ist zu Ende. Aber das hat ja schon Billy Wilder gesagt. Das beste Wort, mit dem man eine Karriere beschreiben kann, ist vorbei.